Hallo alle zusammen aus dem Wiener Weaccelerate. Ich melde mich heute hier mit Herwig Springer, CEO i5 Invest und mit dem Matthias Heimbeck, CEO des Salzburger Startups Findologic. Und es geht heute um ein Millioneninvestment. Das hat allerdings nicht i5 Invest gemacht, sondern begleitet, aber darüber werden wir gleich reden. Und noch die weiteren Pläne von Findologic, ein E-Commerce-Startup aus Salzburg. Und bevor ich zu viel darüber rede, würde ich dich, Matthias, vielleicht darum bitten, kannst du uns Findologic kurz pitchen? Ja, also bei Findologic helfen wir Usern beim Online-Shoppen. Das heißt, Online-Shoppen ist heute eigentlich ein Standard. Auf der anderen Seite braucht es ganz, ganz viel Technologien, damit es so einfach wirkt, wie es aussieht. So einfach ist, wie es aussieht. Und wir sind einer der führenden Anbieter im Bereich Suche, Navigation. Sprich, wenn du als User auf den Webshop kommst, dass du auch das Produkt findest, was du haben möchtest. Gut. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid im B2B-Bereich unterwegs. Genau. Genau, also wir sind im B2B-Bereich, das heißt, unsere Kunden sind nicht die End-User an sich, für die machen wir das Ganze, unsere User sind die Online-Shops und die Online-Shops heute kaufen Technologien dazu, damit sie eben ein solches Einkaufserlebnis für die User anbieten können. Okay. Sind Amazon und Co. da trotzdem ein Thema für euch als Konkurrenz oder? Also Amazon und Co. ist natürlich eine Konkurrenz für viele Webshops, aber es gibt ja dennoch viele Webshops, die dort gute Umsätze machen und letztendlich brauchen die alle Technologien, wie es die ganz, ganz Großen heute auch haben. Und wir sind eben ein Anbieter, der es ermöglicht, dass jeder normale Online-Shop auch diese Technologien nutzen kann, wie die ganz, ganz Großen, wie Amazon und Co. Aber auch Amazon, darf ich betonen, könnte gerne bei uns anklopfen, Kunde zu werden. Gut. Herwig, i5 Invest, man stellt sich unter dem Namen ja irgendwie schon was vor. Macht es aber mehr als das. Habt ihr euren Sitz auch hier im Weaccelerate. Kannst du uns vielleicht mal kurz i5 Invest pitchen? Ja, also neben unseren Investmenttätigkeiten, die wir auch weiterhin machen, unterstützen wir Firmen aus dem IT- und Tech-Bereich in einer späteren Phase. Das sind meistens Firmen, die schon ein paar Millionen Umsatz haben, größtenteils profitabel sind, keine Startups sind im Sinne der klassischen Definition, also teilweise schon älter, 9, 10 bis 20 Jahre, die international wachsen wollen und denen wir helfen können beim internationalen Wachstum. Und da unterstützen wir mit Themen rund um strategischen Vertrieb, Business Development, Anbahnung von Partnerschaften für Vertrieb und für Reseller, je nachdem, in welchem Bereich wir unterwegs sind, bis hin zu Organisation einer großen Fundraising-Runde, bis hin zu einem möglichen Exit. So, bei dieser Organisation der großen Fundraising-Runde sind wir jetzt genau beim Stichwort. Da ist vor einigen Tagen die Meldung von euch gekommen. Findologic hat ein mittleres siebenstelliges Investment aufgestellt. Die Investmentgesellschaft für die BE-Beteiligungen aus Köln. Und wie hat euch i5 Invest da unterstützt? Also die Unterstützung von i5 Invest war sehr vielseitig. Wir haben ja erstmal ungefähr 170 verschiedene Firmen gescannt auf der Welt, die für uns als mögliche Partner zum Skalieren möglich sind. Also wir haben jetzt schon 23 Länder, wo wir Kunden mit Findologic ausstatten. Und dort haben wir quasi 175 Firmen gescannt, die möglich sind, uns zu skalieren. Und gleichzeitig, nachdem wir eine Strategie festgelegt haben, wie wir das machen könnten, haben wir dann nach Investoren Ausschau gehalten, die für uns in Frage kommen, um das Ganze mitzufinanzieren. Und sowohl bei diesen Findung der richtigen Strategie und der richtigen Partner, als auch zur Abwicklung mit Investoren und die ersten Gespräche und Kontaktanbahnung haben wir mit i5 zusammengearbeitet. Gut, jetzt habt ihr genau dieses Service, bietet sie an. Das würde ich gerne von dir wissen als Experte. In welche Fallen kann man denn als Startup tappen, wenn man eine Investmentrunde abschließt? Sprich, warum zahlt sich das aus, Profis zu Rate zu ziehen und für dieses Service von euch zu nutzen? Es gibt unterschiedliche Startzeitpunkte, wie wir dazukommen. Eben mit Matthias und Findologic haben wir vorher schon relativ lange zusammengearbeitet. Aber häufig passiert es, da flattert ein Termsheet auf den Tisch, sprich jemand hat Interesse zu investieren. Da stehen dann Zahlen drauf, wie Bewertung, wie viel investiert wird. Und man freut sich im ersten Schritt einmal, aber dann drängen sich viele Fragen auf, wie ist das das beste Angebot, ist das der beste Partner? Was muss ich tun, um vielleicht noch ein anderes Angebot zu bekommen? Sind die Vorschläge in Richtung Konditionen, ist das fair? Also es gibt viele Fragen, die beantwortet werden müssen, die man, wenn man das nicht schon öfter gemacht hat, einfach nicht beantworten kann. Dann macht es Sinn, einen Partner an Bord zu holen, der einerseits helfen kann, ein zweites, drittes, viertes Angebot einzuholen, der helfen kann zu validieren, sind die Vertragskonditionen, die vorgeschlagen wurden, sind die fair? Da geht es nicht um einzelne Vertragskonditionen, da geht es um das Gesamthafte eines Vertrages, das eigentlich ziemlich komplex werden kann.
Und dann geht es auch darum, wirklich ein Investment durchzuführen und aus Sicht der Firma, die das Investment bekommt, da kommt auf einen relativ viel Arbeit zu. Also man macht dann, also im ersten Schritt muss man dieses sogenannte Termsheet verhandeln, das ist ein Vorvertrag, der unverbindlich ist, aber der mal die Eckpunkte festlegt, um zu schauen, okay, mit dem mache ich es und das ist die Bewertung und so viel wird er investieren und so viel bekommt eine Firma. Aber dann beginnt im Grunde wirklich Heavy-Lifting-Phase. Ich muss eine Due Diligence machen, das heißt, ich muss meine Bücher öffnen, ich muss Informationen zur Verfügung stellen. Der Investor schickt eine Heerschar an Beratern, die nicht gewohnt sind, mit einem Startup zusammenzuarbeiten, die ja gewohnt sind, mit großen Firmen zusammenzuarbeiten. Und da geht es darum, wirklich zu übersetzen zwischen einem großen Investor und einer kleineren Firma, dass nicht alles verfügbar ist. Es geht darum, Unterlagen aufzubereiten, es geht darum, Fragen zu koordinieren, es geht darum zu überlegen, wenn was nicht beantwortet werden kann, wie geht man damit um, bis hin zu, wie navigiert man durch den ganzen Prozess durch und wie kommt man dann zu einem erfolgreichen Abschluss, eigentlich in möglichst kurzer Zeit, weil es ist eine sensitive Phase, man legt viele Informationen offen und man hat ja eigentlich im Grunde wahnsinnig viel zu tun. Das kommt ja alles on top zum Tagesgeschäft dazu und da nehmen wir sehr viel Arbeit ab und organisieren das. Und dann kommt im Grunde ein ganz wichtiger Punkt, wieso man nicht immer jemanden an Bord haben sollte, ein Good Cop, Bad Cop Rollenspiel. Also der Matthias verhandelt ja mit seinem zukünftigen Arbeitgeber. Gewisse Rollen müssen wir übernehmen als Bad Cop, weil das unsere Aufgabe ist und wir verhandeln ja nicht mit unserem zukünftigen Arbeitgeber. Und die Erfahrung da, dann zu einem erfolgreichen Abschluss zu kommen, da braucht es jemanden, der sich gut auskennt. Ja, wie geht's gerade? Fällt es mir schwer, mich dich als Bad Cop vorzustellen, aber ich nehme mal an, du kannst das. Wir haben ein Riesenteam und ich habe viele Mitarbeiter, die schauen viel böser aus und größer als ich. Das geht. Gut. Was eben auch, wo ihr, glaube ich, auch stark unterstützt habt, ist eben das Scouting unter Anführungszeichen, ich glaube, in die Richtung nennt man es anders, also herauszufinden, jetzt deine Einschätzung, wäre BE-Beteiligungen auf euch gekommen ohne i5, ohne die Connection? Ich weiß es nicht mehr genau, wie das zustande kam. Ich glaube, das kam auch durchs persönliche Netzwerk, jetzt ganz konkret bei BN Beteiligungen. Aber man hatte nicht nur einen Investor, sondern man hatte viele, die man sich anschaut. Und die kommen natürlich zustande, indem man strategisch die durchleuchtet und da vorgeht. Und nicht, indem halt zufälligerweise irgendwer auf einen zukommt. Matthias, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Es war eben ein Millioneninvestment, mittlerer siebenstelliger Betrag. Was passiert jetzt mit dem Kapital? Und du hast mir im Vorfeld schon gesagt, ihr habt da doch relativ große Pläne. Genau, also natürlich hat man große Pläne, wenn man Kapital aufnimmt. Vor allem, wir waren eine Firma, die auch wirtschaftlich positiv gewirtschaftet hat. Das heißt, wir haben das wirklich aus der Überlegung heraus aufgenommen, um wirklich schneller zu wachsen. Und es gliedert sich bei uns in drei Bereiche. Also einmal technologische Erweiterung, das heißt, es gibt Möglichkeiten, es noch weiter auszubauen. Man darf nicht vergessen, wir haben das mal gemessen, 35 Millionen Minuten Frustration, die wir den Usern pro Monat einsparen. Das ist für uns ein spannender Wert, an dem wir uns auch messen, was wir quasi Positives beitragen in der Welt. Und den wollen wir halt deutlich steigern auf 100 Millionen Minuten. Das ist also das nächste Ziel. Und das geht, indem man bessere Technologien einsetzt, um zum Beispiel statt mit 5 Klicks zum Produkt zu kommen, ohne Klick zum Produkt hinzukommen oder sowas. Der zweite große Bereich ist geografische Erweiterung. Das heißt, wir sind schon in 23 Ländern, in 20 verschiedenen Sprachen im Einsatz. Wir wollen aber in diesen strategisch für uns wichtigen Ländern Niederlassungen aufbauen, dort mehr Vertrieb- und Supportmannschaften aufbauen. Und das kostet natürlich am Anfang immer ein bisschen mehr Geld. Und ein dritter Bereich ist, wir wollen auch Übernahmen planen. Das heißt, wir wollen Technologie dazu kaufen, die sowohl technologisch als auch geografisch einen Fit zu uns haben, sodass wir mit diesen Firmen schneller wachsen können als nur alleine. Ich spiele den Ball jetzt gleich wieder zum Herwig zurück. Akquisitionen sind also geplant. Ihr werdet Phanologic dabei unterstützen. Jetzt natürlich die Frage, was ist zu beachten, wenn man als Wachstumsunternehmen andere kleinere Wachstumsunternehmen kauft? Ich persönlich finde das unfassbar spannend und es wird viel zu wenig gemacht in Europa. Das ist im Grunde etwas, das man darf nicht immer auf die USA schielen, aber die machen das deutlich geschickter. Da ist M&A eine klassische Wachstumsstrategie auch bei Startups und bei Technologiefirmen, die schnell wachsen wollen. Es gibt weil es eine gute Möglichkeit ist, Dinge zu beschleunigen, schnell in den Markt reinzukommen, wie es der Matthias gesagt hat, man kann die technologische Roadmap schneller umsetzen. Und man kann einfach generell schneller wachsen, das man auch muss, wenn man einen Finanzinvestor an Bord hat. Und es geht darum,
sehr selektiv vorzugehen. Welche Firmen will man? Wo passt das dazu? Was kann man finanziell stemmen? Was kann man als Organisation stemmen? Und wie kann man die Firma integrieren? Und wie schaut man, dass man nicht zu abgelenkt ist von seinem laufenden Geschäft? Es soll da kein Selbstzweck sein, eine Akquisition, die soll ja wirklich dazu beitragen, die Firma voranzubringen. Und da sind wir gerade dabei, den Markt zu screenen. Es wird wahrscheinlich eher, es werden eher Firmen sein aus dem europäischen Bereich, die eben technologisch dazu passen, die geografisch dazu passen. Wir werden schauen, ob es vielleicht auch mehrere Akquisitionen sind, und das werden wir in den nächsten 9 bis 18 Monaten entsprechend gemeinsam umsetzen. Jetzt hast du vorher schon die technologischen Herausforderungen angesprochen, hast gesagt, eure KPI, eingesparte Frustration, statt 5 Klicks, 0 Klicks. Von welchen Technologien reden wir da? Ja, also E-Commerce ist ein unglaublich schneller, dynamischer Markt. Ich meine, der ganze Markt besteht aus Software, und wir sind noch dazu ein Software-Lieferant in dem ganzen Spiel. Da gibt es unglaubliche Megatrends, die da Einfluss nehmen. Also das erste ist mal, ein Shop, muss man verstehen, besteht eigentlich aus 3 Kennzahlen. Die eine ist, wie viel Traffic hat er, also wie viele User kommen im Monat auf den Shop. Die zweite Kennzahl ist, wie viel davon konvertieren, also wie viel davon kaufen auch. Das ist so unser Hauptjob. Und der dritte Bereich ist, wie hoch ist der durchschnittliche Umsatz, den ich mit einem User mache, den ich als Shop generiere. Und in diesem Bereich Conversion Rate wird ganz, ganz, ganz viel getan. Erstens mal, wer nicht versteht in Zukunft, was ein User wirklich möchte, also nicht welches Produkt, sondern was seine Absicht ist, der wird sich schwer tun, die richtige Lösung anzubieten. Ein gutes Beispiel, wenn jemand einen Ski kaufen möchte, jetzt im Winter zum Skifahren, dann ist vollkommen klar, dass er einen Ski möchte, aber vollkommen unklar welchen. Und im Regelfall brauchen User dort Hilfestellung. Und du musst aber erkennen, braucht er eine Hilfestellung oder weiß er schon genau, was für ein Produkt er möchte. Und je nachdem musst du reagieren mit deiner Technologie. Und denke an sowas wie Voice, also auch mit dem Handy, mit dem Endgerät, mit deinen Endgeräten zu Hause auch zu sprechen, heißt, dass du, oder im Auto, wenn du unterwegs bist, zu sprechen, heißt, plötzlich muss viel klarer sein, was du möchtest, denn du hast viel weniger Interaktionen. Du fängst ja nicht an, mit deinem Handy 5 Minuten zu diskutieren, sondern du möchtest ja innerhalb von einer Aussage eigentlich die richtige Antwort haben. Und umso mehr geht es darum zu verstehen, was du eigentlich möchtest und nicht welches Produkt, sondern welche Absicht du damit hast. Und das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen und dazu Technologien bauen. Im Gespräch vorher hast du genannt, neben Akquisitionen, neben den Entwicklungen im eigenen Team, neben Ausbau des eigenen Teams, auch strategische Partnerschaften. In welche Richtung geht es da? Genau, also ganz ein wichtiger Punkt, um das zu erreichen, was ich gerade beschrieben habe, ist einmal, du baust selbst Technologien in die Richtung. Das ist aber so schnell, dieser Markt, dass viel zielführender ist, sich mit ganz viel dieser Technologien zu verknüpfen. Und deswegen nennen wir uns auch Plattform in diesem Bereich, weil wir verknüpfen diese Technologien und bauen daraus einen Mehrwert wieder von User. Als Beispiel, wenn man Marketing-Cloud-Software anschaut oder Personalisierungssoftware, dann haben die oft schon Informationen, die wir noch viel besser in dem Shop nutzen können und mit diesen Daten neue Erlebnisse bauen können. Und das geht natürlich umso schneller, je mehr man sich mit diesen Firmen verknüpft hat. Und das ist ein Job, wo wir auch mit i5 zusammen angehen, mit i5 Invest, und dann Land für Land quasi die richtigen Partner aussuchen und schauen, dass wir gemeinsam diese Kunden dann besser bedienen können. Ja, damit kommen wir wieder zu dir, Herwig. Ich wiederhole mich, ich stelle das dritte Mal im Prinzip die gleiche Frage. Was ist da also zu bedenken, wenn man strategische Partner sucht, und wie können Sie da unterstützen? Wir haben das ja nicht schon vor 2 Jahren begonnen, also wir starten ja nicht komplett von null, und vor 2 Jahren war die Zielsetzung vielleicht eine etwas andere, eine Verortung, wo geht der Markt hin, wie kann man davon gewisse Strategien ableiten für uns selbst, und im Endeffekt geht es dann darum, wirklich mit möglichst vielen großen Spielern, mittleren und kleineren Spielern in dem Ökosystem und in einem Webshop zu reden, um zu verstehen, wo wollen die hin, welche Fehler haben die gemacht, was sehen die als Trend, was sehen die anders als wir sehen, auch ganz wichtig, wo gibt es Möglichkeiten einer Zusammenarbeit, welche Kunden haben die, welche Kunden haben wir, gibt es gemeinsame Kunden, und gibt es einfach eine Möglichkeit zusammenzuarbeiten, sehr häufig auf einer Reseller- oder einer vertraglichen Basis, gibt es Möglichkeiten, sich auszutauschen, und es passt dann vielleicht dann in einem Jahr wieder. Aber es ist quasi uns ganz wichtig, immer das Ohr am Markt zu haben und mitzubekommen, wohin geht der Markt. Gerade in dem E-Commerce-Bereich dreht sich alles ganz, ganz schnell. Und da muss man eigentlich immer mit dabei sein. Und wir sind quasi dazu da, der verlängerte Arm von Matthias, um die ganze Zeit draußen zu sein, am Markt zu sein und quasi wie ein Satellit
zu Matthias und Finalogic zu agieren und mit möglichst vielen Playern zu sprechen. Und da ist relativ viel Research-Arbeit notwendig, da muss man mit vielen Leuten sprechen, da muss man auf Konferenzen fahren, da muss man die ganze Zeit in Kontakt bleiben und versuchen, dann einen Austausch zu finden. Wir reden hier also von einer sehr vielschichtigen Internationalisierung. Es geht über ganz verschiedene Schienen, dass ihr immer internationaler werdet. Und deswegen vielleicht zuletzt die Frage an dich. Du kommst ja ursprünglich aus Deutschland, bist im Studium schon nach Salzburg gekommen, hast in Salzburg gegründet. Hast du es jemals bereut, aus Österreich rauszugründen? Oder hat sich Salzburg als genau der richtige Standort für dich erwiesen? Also genau der richtige Standort ist für mich ganz klar. Ich bin ein Wahl-Salzburger seit mittlerweile, glaube ich, 15, 16 Jahren. Und das hat sich einfach super ergeben. Also wir sind ja als Spin-off von der Universität Salzburg herausgekommen und haben eigentlich seitdem immer wieder, wenn wir es gebraucht haben, einen guten Anknüpfpunkt gefunden, haben Unterstützung bekommen. Ich finde auch, das Ökosystem ist einzigartig. Auch wenn immer bekrittelt wird, man muss mehr tun, ist ja auch richtig, wir müssen viel mehr tun in Österreich. Aber ich glaube, jeder, der engagiert gründen möchte, ist hier in besten Händen. Und ich lebe einfach unglaublich gerne in Salzburg, bin gerne in Österreich und von daher ist es für mich keine Sache zum Nachdenken, sondern es ist einfach perfekt gelaufen. Gut, Matthias, ich danke dir. Herwig, auch an dich einen Dank, dass ihr hergekommen seid. Danke für das Interview und euch draußen bleibt mir nur noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Grüß euch. Vielen Dank. Danke sehr.